bin Cindy von Fuse.de und stelle euch heute eine Neuheit auf der Kieler Woche vor. In diesem Jahr gibt es erstmals einen einheitlichen Pfandbecher. Ich treffe mich jetzt mit Lotta und sie wird uns erzählen, wie das System funktioniert. Ich bin Lotta und arbeite hier in einem Bierstand und verkaufe Bier und Softgetränke. Wenn Getränke gekauft werden, dann muss man 2 Euro Pfand für einen Becher bezahlen und bekommt den, wenn man den Becher halt wieder abgibt, bekommt man die 2 Euro Pfand wieder zurück ausgezahlt. Die Becher gibt es an fast allen Ständen auf der Kiwo. In den Verkaufsräumen hängt auch immer ein Plakat mit den wichtigsten Infos. Soweit ist mir noch kein größeres Problem aufgefallen. Manche ärgern sich ein bisschen, dass man Pfand bezahlen muss, aber sonst gibt es eigentlich keine Probleme. Ein Pfandbecher auf der Kiwo? Für die Umwelt ist das sicherlich eine gute Sache. Doch ganz so rosig, wie die Lotta das hier darstellt, ist das System dann vielleicht doch nicht. Während unserer Recherche hatten wir große Mühen, einen Standbetreiber zu finden, der sich vor der Kamera zu dem Becher äußern wollte. Einer hat jedoch erzählt, dass das System schlecht durchdacht ist. Denn wenn ein Betreiber mehr Becher zurückbekommt, als er ausgibt, bleibt er auf den Kosten sitzen.